Hallo YouTube, hier spricht Stimme der Hauptstadt, I'm Assassin hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe für euch heute mal wieder Black Ops und zwar ein Ground War Team Deathmatch auf der Map Jungle. Das ist noch mit meiner alten HDPVR aufgenommen, deswegen entschuldige ich ein wenig die Bildqualität und das Ende des Gameplays fehlt. Ich habe hier, glaube ich, bis zum 48. Kill oder so aufgenommen. Insgesamt habe ich 59 Kills erreicht, kriege zweimal die Hunde und zweimal den Chopper, kann allerdings nur einen Chopper davon einsetzen. Und die eigentlich bittere Geschichte bei diesem Gameplay war, dass es das erste Mal hätte sein können, wo ich 60 Kills im Team Deathmatch schaffe. Ich war am Ende genau einen Kill vor dem Sieg, also bei 9900 Punkten und stand auch vor einem Gegner, wollte gerade auf ihn schießen und dann hat der Host das Spiel auf seine Art und Weise beendet und es blieb dann sozusagen beim 59 Kill Team Deathmatch. Die Runde hat auch irgendwie halt genau wegen dem Dashboard nicht für meine Statistiken gezählt, was ein bisschen unglücklich ist. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, ein ganz cooles Gameplay und ich habe mir für heute auch ein Thema überlegt, was mir schon seit längerem irgendwie im Kopf rumschwebt, was ich allerdings noch nie so richtig ausgesprochen habe. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, ob neuere Call of Duty-Teile bzw. vielleicht auch unsere YouTube-Community insgesamt nicht ein wenig dafür verantwortlich sind, dass ältere Call of Duty-Teile manchmal mittlerweile wirklich extrem schlimm gespielt werden. Und diese Call of Duty-Teile dann auch in gewisser Weise negativ beeinflussen. Ob das Ganze auch für zukünftige Call of Duty-Teile gibt, darüber will ich mir noch kein Bild machen, weil man halt noch nie genau weiß und auch nicht genau sagen kann, wie die neueren COD-Teile aufgebaut sind und welche Schwerpunkte da gelegt werden. Aber ja, ich sag mal so, für ältere Call of Duty-Teile habe ich da auf jeden Fall einige Beispiele, die das Ganze wirklich ziemlich gut belegen. Und vor allem aufgefallen ist mir dieses Thema, als ich Black Ops 1 mal wieder gespielt habe und meine Streaks extrem schnell gegeiert wurden. Und dieses Phänomen, das herrscht eigentlich mittlerweile in Black Ops 1 ungefähr seit dem Zeitpunkt, wo MW3 rausgekommen ist. Und da frage ich mich irgendwie, ob es da vielleicht einen Zusammenhang gibt. Und der Zusammenhang ist eigentlich ziemlich einfach zu erklären, denn wenn wir mal uns MW3 angucken, dort werden Killstreaks halt wirklich extrem schnell runtergeschossen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Spielweise aus MW3 dann auch für ältere Call of Duty-Teile übertragen wird. In Black Ops 2 dagegen ist das Ganze gar nicht so schlimm und ich glaube, es ist vor allem aus dem Grund nicht so schlimm, weil das Punktesystem bei den Klassen einfach ganz anders gewählt ist. Das heißt sozusagen, viele Leute wollen den Punkt für eine Sekundärwaffe gar nicht mehr verschwenden und nehmen dann sozusagen lieber noch ein weiteres Perk oder einen weiteren Waffenaufsatz mit, anstatt dass sie eben sich eine Stinger einpacken. Und deswegen werden Killstreaks in Black Ops 2 nicht so schnell runtergeschossen. In Black Ops 1 dagegen ist es einfach so, dass es sowieso egal ist, ob man eine Pistole oder eben eine Stinger mitnimmt, weil man die Pistolen sowieso ziemlich selten nur benutzt, finde ich. Und dann nehmen die Leute halt lieber eine Stinger mit, weil dafür können sie keinen anderen Punkt irgendwie in einen anderen Ausrüstungsgegenstand verwenden. Ja, und von daher ist es eben dann doch ziemlich häufig so, dass die Leute mit der Stinger da jetzt ausgerüstet sind und die Killstreaks dann wirklich extrem schnell geiern. Ein anderes Beispiel, was mir noch aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass, wenn ich jetzt Black Ops 2 mir mal anschaue, dort spielen wirklich extrem viele Leute mit leichten Maschinengewehren. Und letztens, als ich dann MW3 gespielt habe, habe ich wirklich eine Lobby gefunden, wo wirklich alle, das komplette Gegnerteam mit leichten Maschinengewehren gespielt hat. Und die Waffen waren eigentlich noch nie wirklich so schwach, also man hat die so ein bisschen unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Aber genau das war es eben, die Leute sind nie so wirklich darauf aufmerksam gemacht worden, dass die leichten Maschinengewehre eigentlich doch ziemlich stark sind. Jetzt aber auf einmal, wo in Black Ops 2 sich dieses leichte Maschinengewehr in Spielen wirklich extrem durchgesetzt hat, sind die Leute eben auch in alten Call of Duty Teilen draufgekommen. Und deswegen treffe ich jetzt wirklich verstärkt in MW3 eben auch auf diese Spieler mit diesen Waffengruppen und ich muss sagen, sie sind schon extrem nervig. Also leichte Maschinengewehre können einem schon den Spielspaß wirklich extrem versauen. Und da wollte ich euch einfach mal fragen, wie steht ihr zu diesem Thema? Würdet ihr sagen, dass da schon ein gewisser Wahrheitswert mit drin steckt oder ob das eher mein persönliches Empfinden ist? Und vor allem, ob unsere YouTube-Community vielleicht da auch in gewisser Weise noch mit drin steckt und das Ganze vielleicht sogar noch verstärkt, weil eben viele Leute Tipps- und Tricks-Videos machen und dadurch halt ja manche Waffenarten oder auch manche Ausrüstungsgegenstände extrem häufig benutzt werden und den Call of Duty-Teil dann in gewisser Weise aber auch ein bisschen kaputt machen können. Also ich würde mal gerne eure Meinung dazu wissen. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, würde mich an der Stelle auf jeden Fall freuen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören und sage an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.